Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge. Und wir sind natürlich wieder hier bei Familie Mondschein, die alle schon ganz wieder fleißig dabei sind, ihre Fähigkeiten hochzubringen. Offscreen hat er, beziehungsweise halt gerade als ich das Spiel gestartet habe, hat er direkt Level 3 erreicht. Deswegen, das ist sehr, sehr cool. Ja, das heißt, es wird wohl jetzt demnächst so weit sein, dass die Bayern ausziehen können. Das heißt, wir können neue Kinder zeugen. Woohoo! Ich meine, sie haben ja auch das ganze Wochenende Zeit, um ihre Fähigkeiten noch hochzubringen, beziehungsweise halt anderthalb Tage. Aber das ist genug Zeit auf jeden Fall generell. Und das ist sehr, sehr cool. Not gonna lie. Aber diese Musik, die in Sims Radius immer spielt, ist schon gar nicht mal so bad. Irgendwer hat mir auch mal gezeigt, wie es geht, Custom-Musik ins Spiel reinzubringen. Aber dann hätte ich nur... Also dann ist es noch wahrscheinlich, dass ich einen Copyright-Strike kriege, wenn ich das Radio mal laufen lasse. Das ist ein bisschen doof, deswegen lasse ich es einfach. Level 9 der Backfähigkeit. Wow, geil. Melody kann jetzt Zitronen bei Seekuchen und Schokoladensoufflé in einer Küche backen. Außerdem kann sie Donuts im Speckmantel, Müsli-Donuts, Creme Brûlée, Bärenmakronen und Voodoo-Puppen-Donuts mit der Törtchenfabrik backen. Voodoo-Puppen-Donuts? Was? Können wir irgendwas davon denn jetzt neu hier machen? Weil viele Sachen gehen ja immer nicht. Wenn man halt diese ganzen Sachen extra zusätzlich immer dazu braucht, das ist irgendwie doof. Aber Schokoladensoufflé geht auch so. Immerhin. Stay hydrated, guys. Ich überlege keiner, ob ich es einfach mal ein bisschen verdrecken lassen soll. Weil das Geld, was wir von so Dust Bunnies und so bekommen, wäre eigentlich gut, weil in 5 Parts ziehen wir ja um und es soll ja ein großes Haus werden. Und naja, dafür braucht man ja ein bisschen Geld, ne? Und das wäre schon fancy eigentlich. Deswegen hätte ich jetzt nicht so das Problem damit, wenn die jetzt diesmal auftauchen würden. Beziehungsweise, ich glaube, ich muss dann sogar einen Teil von der Motte rausklatschen, weil ich glaube, ich habe etwas installiert, was die nicht auftauchen lässt. Ich muss mal gucken. No Bunny in Filth Fiend. Ich weiß nicht, ob das ist. Ich müsste gucken. Aber ja. Ich habe auf jeden Fall Zeug installiert, was das hier ein bisschen fixt. Aber I don't know. Ich würde sagen, ich schmeiße auf jeden Fall ein paar dieser Fixes raus. Also halt dieses No Bunny und so. Weil ich nicht weiß, ob das ist. Und dann lasse ich das einfach mal ein bisschen verdrecken. I don't know. Mal schauen. Ich buhle jetzt einfach mal den ganzen Sonntag über, weil das Einzige, was mich interessiert, sind die Kleinkinder und die arbeiten ja auch an ihren Fähigkeiten. Und ich sehe ja, wenn die halt irgendwas brauchen. Und die anderen Kinder sind halt alle schon durch mit ihren Fähigkeiten, deswegen muss ich mich darum ja nicht so kümmern. Ew, hier steht eine Menge Essen, was ganz schön verdorben ist rum. Ew. Wir können uns ja einfach mal darum kümmern und das hier wegwerfen, weil das ist ekelhaft. Unsere ganzen Ex-Männers kommen hier gerade vorbei. Das ist irgendwie nervig, was? Unzufrieden wegen Selbstzeichen. Okay, sis, alles klar. Ich suche doch nur einen Typi, mit dem ich hier was haben kann. Also mit dem ich vielleicht schon mal anbändeln kann, dass wir einfach direkt, wenn ein Kind aussieht, dass wir da techtelmechteln können. Aber irgendwie alle Typen, die hier gerade so chillen, mit denen hatten wir schon was. Vielleicht chillen wir uns einfach dann gleich mal irgendwie in den Park oder so und lernen da jemanden kennen. Let's go! Ich meine, wozu haben wir denn den Magnolia-Blütenpark? Wenn wir da nicht irgendwelche Leute kennenlernen könnten. Bess kann mich leider nicht schwängern. Ansonsten wäre das natürlich eine coole Sache. Oh, hallo! Wer ist denn das? Der Noah Smith. Sprache nicht aussprechen. Hier, wir stellen uns vor. Sag hallo, hör auf mit diesem Kind zu sprechen. Das kann ich definitiv nie schwängern. Es ist so lustig mit dir. Ich wollte dich genauso gerne Zeit mit dir und hoffe, dass die genauso gehen. Lol, Alter, wir kennen uns jetzt 3 Sekunden. Geht zu Noah. Er ist nicht kokett, aber YOLO-Modus. Ich meine, wir haben bisher jeden umgekriegt. Ziemlich, ne? Dementsprechend. Du hast mein Herz. Ah ja, geil. Knutsch den jetzt, Alter. Was soll das? Yay. Wuhu. Die Melody, die kann's einfach. Yeah. Das funktioniert auf jeden Fall ganz gut. Das ist sehr, sehr schön. Deswegen wird der bestimmt mit uns ein Kind machen. Danach kann sie dann einfach nach Hause gehen jetzt. Oh, wir haben saubere Luft. Cool, das habe ich noch nie geschafft. Yay. Oh, jetzt sind wir nicht mehr grün. Hä?
Weird. So, die Kids sind auf zur Schule. Und wie gesagt, ich denke, dass ich die Teenager dann aus dem Haus werfen kann. Ich muss mich schon wieder bei meinem Kind vorstellen, damit ich sie baden kann. Es ist so dumm, einfach nur. Sie ist richtig gut dabei. Wie Stan. Okay, die haben noch mal ein Schulprojekt mitgenommen. Das ist sehr, sehr gut. Lion ist Einserschüler, Legacy ist Einserschüler, Emilia ist Zweier und Stefano ist auch Zweier. Sehr schön. Dann haben die alles erreicht, was ich mir gewünscht habe. Alles Gute zum Geburtstag, stinkender junger Mann. Er ist noch ein Geek. Cool. So, und jetzt du noch. Happy Birthday und so. Yay. Er ist noch ein Slop. Tschüss. Dann können wir unseren Typi jetzt noch ganz schnell einladen, bevor die Folge endet. Und können mit dem ein Kind zeugen. Okay, er ist da. Sehr schön. Dann gehen wir jetzt zu ihm hin und betören ihn direkt. Und dann springen wir am besten einfach in eine Dusche. So, schnell Schwangerschaftstest. Let's go, komm. Sie wird ja wohl schwanger sein, oder? Nein! Dann müssen wir leider nochmal machen. So, jetzt aber, komm. Let's go. Jawollo! Woohoo! Und damit will ich jetzt den Part beenden. Woohoo! Weil... Wir haben überzogen, nur damit wir schnell schwanger werden können. We stand. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Und deswegen sehen wir uns dann bestimmt beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.